So, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Was mir in der letzten Zeit echt extrem aufgefallen ist, ich habe wahnsinnig viele Daumen nach unten. Selbst gestern bei dem Video, wo ich gesagt habe, dass der Weibersky, der Dirk, dass der jetzt einen Online-Shop aufgemacht hat und dass sie jetzt eigentlich für meine Abonnenten einen 20% Rabattgutschein gekriegt haben. Wenn sie beim Kauf etwas sparen möchtet und der Dirk unterstützen möchtet, kann man das nutzen. Das zwingt niemand dazu. Ich habe dadurch keinen Vorteil. Kriege Daumen nach unten. Auch bei meinen Videos, was ich auf dem JD Vapes Kanal mache, kriege ich. Es sind jetzt nicht so viele Daumen nach unten, dass ich mir da jetzt Gedanken machen müsste, aber es sind halt immer wieder Daumen nach unten dabei. Wo ich mir halt manchmal frage, warum eigentlich? Es gibt Leute, die verfolgen meinen Kanal, gucken ein Video an, damit sie einen Daumen nach unten vergeben können. Und mir persönlich fällt da die logische Schlussfolgerung dazu. Ja, und dass ich jetzt ein bisschen dunkel hier bin, müsst ihr entschuldigen, ich bin auf dem Weg zur Arbeit, zur Nachtschicht, es ist einfach jetzt halt nicht mehr hell. Aber ich denke, man kann mich noch einigermaßen erkennen. Jetzt, wenn ihr zu anderen Kommentaren reinschreibt, das Video ist da dunkel, wie auch immer, dann sehe ich das ein. Es ist jetzt halt einfach anders nicht möglich, weil ich kann ja jetzt nicht früher zur Arbeit zum Fahren, dass ich einfach früher das Video aufnehmen kann. Da kann man mich gerne in den Kommentaren darauf hinweisen, aber ich werde daran nichts ändern können. Auf meinem Autovlog-Kanal mache ich die Videos beim Autofahrer auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause, je nachdem, was für Schicht das ich habe. Und je nachdem, ob ich ein Thema habe oder ob ich kein Thema habe. Ich achte darauf, dass ich in einigermaßen vernünftiger Ton habe. Bildqualität könnt ihr gerne mal auf dem JD Germany-Kanal nachgucken. Da habe ich früher die Autovlogs gemacht mit meiner großen Kamera. Da war die Bildqualität dann etwas besser. Da habe ich auch bei Nacht filmen können, wenn es stockdunkel ist, weil die Kamera das halt einfach schafft. Aber das ist auch hier auf dem Kanal komplett unrelevant. Hier möchte ich einfach Thema behandeln in einem kleineren Rahmen. Ich will auch gar nicht viel Abonnenten hier auf dem Kanal haben. Ich möchte eigentlich auch keine Daumen nach unten haben, weil wenn ich ab und zu mal einen Daumen nach unten kriege, dann in Kommentare reinschreibe, an was es liegt, ob es eventuell Verbesserungsansätze gibt, dass man das anders machen kann. Zum Beispiel, ich kriege jetzt immer wieder auf meinem JD Vapes Kanal, ich soll die Musik leiser machen. Ich lasse die Kommentare stand, aber ich beantworte inzwischen nicht mehr, weil da muss ich sagen, das bin ich. Das hat einen gewissen Wiedererkennungswert, dass wenn jemand meine Videos anguckt, dann ist immer dezent Musik im Hintergrund. Ich versuche es nicht übertrieben laut zu machen, sodass man mich gut versteht. Einfach musikalische Untermalung und mir gefällt es so. Ich will das auch nicht ändern. Die Kommentare, die letztendlich ignorieren will. Das ist so ein Ding, da kann ich es nicht jedem recht machen. Der eine sagt, ihm gefällt es mit der Musik, so wie es mir persönlich dann auch gefällt. Der andere sagt, er hätte es lieber ohne Musik. Was ich auch machen könnte, aber das machen viele andere halt auch. Aber wenn ihr jetzt mal guckt, mein Kanal, JD Vapes Kanal, gibt es jetzt seit einem Jahr ungefähr. Musikuntermalung im Livestream oder in den Videos war bis dato nur bei ganz wenigen YouTuber irgendwo mit drin.
Ich habe damit angefangen und es haben jetzt so viele kopiert. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es von mir kopiert haben oder ob es jemand bei mir kopiert hat und dann ist der wiederum kopiert worden. Ich habe keine Ahnung, ich möchte mir jetzt da auch nichts anmaßen. Auf jeden Fall, wenn man heute irgendwie ein Review oder irgendwas anschaut, die Häufigkeit, dass das Musik untermalt ist, ist viel höher oder kommt viel öfter vor, als wie es am Anfang war, wo ich angefangen habe, Videos zu machen. Und in dem Punkt, da kann in der Kommentare standen, was will, das ist mir dann egal. Das ist mein Stil und ich werde meinen Stil deswegen nicht abändern. Wenn jemand kameratechnisch was auszusetzen hat, dann muss ich gucken, ob ich da vielleicht was verändern kann. Wobei ich der Meinung bin, dass es kameratechnisch auf dem JD Vapes Kanal sehr gut ist. An mir selber. Ich bin halt der, was ich bin. Ich kann jetzt keine Maske aufziehen oder irgendwas, dass ich ein anderer bin. Was ich auch nicht machen werde in meinen Videos, versuche Hochdeutsch zu reden oder mich zum Verstellen. Unterm Strich sind es meine Videos. Mach die so, wie ich drauf Bock habe und wenn ich mich verstellen muss, dann verliere ich auch die Lust dran. So, und wenn halt irgendjemand mit dem mit klarkommt, so wie ich bin und so wie ich meine Videos mache, wieso guckt er dann meine Videos an und vergibt einen Daumen nach unten und guckt sich das Video wahrscheinlich immer mal zu Ende an. Ich habe keine Ahnung, ich sehe das ja halt. Auf jeden Fall, das ist etwas, das stört mich momentan. Ein Daumen nach unten. Also YouTube kann das glaube ich auswarten. Da bin ich jetzt irgendwo bei, ich habe es gestern noch, wir haben gestern noch nachgeguckt, irgendwo zwischen 10 und, ach du Scheiße, jetzt kann ich da ja nochmal nachfahren. Umleitung. Jetzt komme ich ja noch schwer zum Schaffen. Oh je. Ja, auf jeden Fall ist das halt etwas, das gefällt mir momentan überhaupt gar nicht, dass ich da immer wieder einen Daumen nach unten kriege. Und das ist eigentlich so gut wie in jedem Video. Das ist jetzt auch der Grund, warum ich zum Beispiel auf dem JD Vapes Kanal, ich habe jetzt einfach die Funktion deaktiviert. Man kann zwar nur Daumen nach oben oder nach unten vergeben, aber die sind nicht mehr sichtbar. Ich könnte sie schon noch sehen, aber für die Allgemeinheit sind sie einfach nicht mehr sichtbar und vielleicht auch der falsche Ansatz, aber keine Ahnung. Wenn halt denkt, ich mache das jetzt mal so, weil wenn ich jetzt da vom Dampfboss sich den Kanal anguckt, der hat seine Abonnenten unsichtbar, hat seine Daumen nach oben und unten unsichtbar. Bossi, sein Kanal wächst deswegen immer noch. Und er sieht ja die Daumen und er sagt ja auch, dass eigentlich sich da groß was verändert hat. Er hat immer noch die Daumen nach unten Quote. Ich weiß nicht, ich denke mal halt, dass der, wo einen Daumen nach unten vergibt, dass der dann vielleicht irgendwann einmal die Lust verliert, wenn es ja eh für die Öffentlichkeit nicht mehr sichtbar ist. Dass er sich die Mühe macht, das Video anzuklicken, zum einen Daumen nach unten zum Vergeben und dann wieder geht. Und meine Vermutung ist halt, dass es so abläuft. Meiner Meinung, keine Ahnung, es hat glaube ich die Daumen nach unten Funktion oder so deaktiviert war. Irgendwo ist es für uns selber schon gut, wenn man sieht, man hat immer 100% Daumen nach oben oder 95% Daumen nach oben und in einem Video hat man mal mehrere Daumen nach unten, dann
kann man das Ganze vielleicht etwas analysieren und kann sagen, okay, das war der und der Grund. Vielleicht kriegt man dann auch noch Kommentare dazu. Und du weißt dann, okay, das Thema war schuldig oder sag mal selber. Und generell beim Videobewerter, was wahrscheinlich, bin ich mal der Meinung, das verstanden wahrscheinlich auch viele falsch. Die Daumen nach oben und unter Funktion ist eigentlich immer zum das Video zum Bewerten. Wenn jetzt hier natürlich ein angenommen Verdampfer, Liquid oder irgendwas vorstelle und die sagt, das ist nicht gut und irgendjemand ist der Meinung, das was sie da im Video zeigt, dann das mag der auch, der findet das auch nicht gut. Dann sollte der eigentlich, wenn wir gleicher Meinung sind, dementsprechend auch eher einen Daumen nach oben vergeben, wenn er das Video gut findet. Wenn da jetzt aber jemand einen Daumen nach unten vergibt, das Video ist zwar gut, aber er ist der Meinung, der Artikel, das Produkt, was ich da gerade reviewt habe, ist schlecht. Er vergibt jetzt auch einen Daumen nach unten, das ist eigentlich falsch. Man soll ja das Video bewerten und nicht das Produkt bewerten. So mal als Tipp, das ist vielleicht auch ein Grund, warum viele YouTuber einfach auch schlechte Artikel ungern vorstellen. Wenn man da halt einfach das Problem auch hat, man weiß, man stellt etwas vor, was nicht gut ist, man kriegt Daumen nach unten. Weil viele halt einfach in der Bewertungsfunktion vom Video das Produkt bewerten möchte und nicht das Video. Der Videoersteller möchte ja aber, dass man das Video bewertet und nicht das Produkt mitbewertet. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ihr verstanden habt, was ich damit sagen wollte. Weil die Umleitung, die hat mir jetzt 5 Minuten Zeit gekostet. Die kommen jetzt bestimmt 5 Minuten zu spät zur Arbeit. Also was ich halt letztendlich mit dem Video sagen möchte, wenn irgendjemand meine Videos schauen möchte, dann einfach ich schaue, dann brauche ich da auch keinen Daumen nach unten vergeben. Weil für einen YouTuber ist das dann halt, ja, sag ich mal, im Prinzip, ich bin dagegen abgekartet, mir macht das nichts aus, aber dann denke ich immer, dass jemand anders guckt das Video an und sieht, da sind 5 Daumen nach unten. Guckt sich dann nachher aufgrund dessen, weil halt 5 Daumen nach unten da sind, das Video dann, weil er denkt, das ist schlecht. Vielleicht liege ich darin auch komplett falsch, ich habe keine Ahnung. Ich finde es halt echt schade. Also ich habe auch auf YouTube schon Daumen nach unten vergeben, aber ich glaube, die kann ich in einer Hand abzählen. Und die haben aber schon tausende YouTube-Videos anguckt. Dass ich auch schon tausende Daumen nach unten vergeben können hätte. Aber ich mache das dann halt nur, wenn ich jetzt wirklich irgendwo sehe, das Video, das hat weder Hand noch Fuß, das hat einfach, keine Ahnung, da fällt halt einfach zu viel. Ja, weil letztendlich, ihr müsst alle selber wissen, was ihr macht. Ihr müsst halt einfach mal denken, dass ich jetzt zum Beispiel euch kostenlos
Content zur Verfügung stelle, dass ich dafür meine Zeit in Anspruch nehme, wenn mir das halt einfach irgendwo Spaß macht. Ich möchte auch, dass mir das weiterhin noch Spaß macht, dann ist halt, wäre es halt nicht schlecht, wenn man dann, ja, dann wissen Sie über die Daumen nach oben Funktion dazu irgendwo ermutigt wird, weiterzumachen. Und nicht mit Daumen nach unten dazu eigentlich eher veranlasst wird und zum Denken, ja, kriegst du eh wieder einen Daumen nach unten, dann mache ich jetzt gar kein Video dazu. Schwieriges Thema. Weil der, wo halt regelmäßig Daumen nach unten vergibt, der soll doch mal bitte selber Videos machen. Man soll mal selber versuchen, das, was er bei anderen auszusetzen hat, warum er einen Daumen nach unten vergibt, besser zu machen. Und dann werden die meisten wahrscheinlich schon feststellen, okay, da muss man jetzt erstmal in Equipment investieren. Man braucht einen leistungsstarke Rechner, man sollte eine vernünftige Kamera haben. Ganz wichtig ist in meiner Sicht der Ton, also mein Ton ist jetzt auch einigermaßen okay. Beim Autofahren vielleicht nicht mehr ganz so gut. Das Mikrofon ist jetzt halt unbedingt gebaut zum Autofahren, aber beim Autofahren geht es halt einfach irgendwo halt besser. Und Kamera ist heutzutage, sag ich mal, einfacher, weil die besseren Handys, die haben schon echt wirklich eine sehr gute Kamera drin. Wenn man dann jetzt halt jetzt so bei so schlechten Lichtverhältnissen, wie ich es jetzt gerade mache, versucht mit dem Handy was zu filmen, dann kriegt man da auch vernünftige Qualität raus. Das war halt, keine Ahnung, so hart lang ist das eigentlich auch nicht her. Wann haben die ersten Handys eigentlich wirklich gute Kameras gehabt? Ich sag da eigentlich einfach mal 2014, 2013 sind, glaube ich, nur die ersten Handys rausgekommen, wo man sagen kann, halt, okay, das hat jetzt eine Kamera, mit der kann man was anfangen. Davor hatten natürlich auch schon Videos aufnehmen können, die Handys haben auch schon Kameras gehabt, aber die Qualität war teilweise noch unterirdisch. Und der, wo das interessiert, dann damals, wo ich mein Handylader gehabt habe, habe ich öfters Video aufgenommen beim Autofahrer, habe den Bildstabilisator, habe verschiedene Sachen vom Handykameras verglichen. Und das findet ihr auf Vodafone-Egen. Oder Vodafone Egen Online habe ich den Kanal umbenannt. Also einfach Vodafone und Egen YouTube-Suche eingeben, dann findet ihr den Kanal. Da habe ich mein Handylader damals noch gehabt und habe auch schon YouTube-Videos gemacht und habe Handykameras verglichen. Und die waren noch richtig schlecht. Aber das war auch noch eine andere Zeit. Ja, also. Auf jeden Fall, ich lasse jetzt bei auf meinem JD Vapes Kanal die Daumen nach oben und unten Funktion deaktiviert, weil, keine Ahnung. Ihr seht jetzt nicht mehr, ob ich Daumen nach unten kriegt habe. Derjenige, wo Daumen nach unten vergibt, der sieht es auch nicht mehr. Der verliert vielleicht dann irgendwann die Lust daran. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Es ist eh schon stockdunkel. Ich glaube, das Bild ist kriselt schon. Ade.